Moinsen Kinners. So sieht mein Bildschirmhintergrund auf meinem Rechner aus. Die Spendenaktion 2022 für die Parkinson-Stiftung ist nun beendet und ich werde den Betrag überweisen. Daran lasse ich euch jetzt teilhaben hier mit dieser Bildschirmaufnahme. Es sind insgesamt 1295 Euro an Spenden von über 30 Leuten zusammengekommen und ich habe die auf 1400 Euro aufgestockt. Leider ging es hier nicht direkt über PayPal die Spende zu überweisen, deswegen mache ich das über dieses Spendenformular direkt auf der Seite der Parkinson Stiftung. Hier muss ich mal ein bisschen was rauspixeln, weil da Adressvorschläge sind, die euch jetzt nicht angehen. So, dann kommt jetzt hier meine E-Mail-Adresse, die ihr auch von PayPal kennt. Das Zwei-Finger-Suchsystem ist euch sicherlich auch nicht ganz unbekannt. Jo, und hier unten schreibe ich rein, was wir so gemacht haben. Dass es eine Spendenaktion war, aber das könnt ihr auch alles selbst lesen. Ja, ich bin immer noch überwältigt von diesem Zuspruch von euch und finde das richtig, richtig klasse. Die Spendenaktion im letzten Jahr ist ja ein bisschen früher gestartet. Ich glaube, irgendwann Anfang November. Ja, für die es noch nicht wissen, da haben wir 1111 Euro und 11 Cent zusammenbekommen. Leider konnte man über PayPal damals nur einen geraden Betrag überweisen, also ohne Kommastellen dahinter. Ja, das war auch eine tolle Sache. Aber dieses Jahr mit 1400, Respekt. Hier unten muss ich jetzt meine Kontonummer eingeben. Die werde ich auch wieder auspixeln. Den Betrag von PayPal werde ich dann, um das hier klarzustellen, auf mein Konto überweisen. Also es waren insgesamt 1295 Euro an Spenden zusammengekommen. Und ich habe es aufgestockt auf 1400 Euro, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet. Jo, und jetzt noch einmal jetzt spenden drücken, klick und vielen Dank sagen sie. Das haben wir doch gerne gemacht. Denn gibt es jetzt noch die Möglichkeit, das sofort über Facebook, Twitter oder per Mail zu verteilen. Das mache ich nicht, das mache ich wie gewohnt, denn direkt über Instagram, Facebook oder YouTube. Und wenn ihr wollt, teilt das auch gerne. Macht das bekannt, was wir hier tun. Das wäre große Klasse. Und hilft auch uns, die wir hier so fleißig gespendet haben. Macht's gut und bis bald.